Was zum... Alter! Was? Wo? Da oben habe ich übrigens eine Machtsphäre gesehen in der Aufnahme. Wie viel machen die Schaden? Wo ist denn die? Die habe ich doch hier irgendwo da oben gesehen. Oder habe ich es mir nur eingebildet? Alter, wie mache ich das jetzt? Das Spiel wird immer schwieriger und harter und komplizierter. Nicht mehr alone. Hohoho. Wie komme ich jetzt an denen vorbei? Hier sind zwei Geschütze. Und eine AT-ST. Hohoho. Wird Zeit, das Ausweichspiel zu zocken. Das Ausweichspiel, nicht das Sterbespiel. Das habe ich vorhin schon gespielt. Haha, seht euch meine Leben an, ihr leckt mich. Jetzt, ich brauche einen Heal. Endlich, der Heal ist da. Jetzt kriege ich hier noch einen Heal. Hoffentlich reicht der. Schaden gesteigert, na toll. Ich brauche Leben. Ja, jetzt bin ich gleich tot, oder? Hoho, ich lebe noch. Kaum sich vorzustellen. Komm, ich... Jetzt bin ich tot. Ja, stirb schneller. Jedi Holocrons enthalten verschiedene Belohnungen. Etwa Machtpunkte, Rangsphären, Lichtschwertkristalle. Genau, ich könnte mir eigentlich die Punkte wieder einsetzen. Vielleicht ist das der Grund, warum ich jetzt dann so weiterkomme. Ich schau mal nach, was ich einsetzen kann. Bis gleich. Okay, ich habe mir jetzt einiges gekauft und abgegradet. Darunter die Angriffskraft und die Widerstandsfähigkeit. Mal schauen, wie sich das jetzt auf den Kampf auswirkt. Nicht wahr? Oh, und Kombis habe ich auch noch verbessert. Nicht wahr? Ja, verbrenn durch deinen Kollegen. Der ist dir sehr dankbar dafür. Ja, wir wissen, dass da ein AT-ST ist. Ja, hört auf, uns zu langweilen, ihr Ersteller. Ja, wir wissen, dass der so stark sein soll, bla bla bla. Ja, okay, wir verlieren... ich wollte gerade sagen, wir verlieren weniger Leben, aber... Ob das so stimmt, weiß ich nicht. Das Level ist schon schwierig. Das ist so witzig. Den Machtblitz habe ich auch noch verbessert. Also wir hatten echt viel zum Verbessern. Ho! Ninja! How to be a Ninja! How to be a Ninja, play Star Wars The Force Unleashed and you will know it. Bin jetzt hatte gerade ein EMP eingesetzt. Ich will die erstmal da oben ausschalten. Weil die können gefährlich werden, weil sie... Ja, ist ja gut. Scheiße, wie hole ich den runter? Runterholen. Voll witzig, ey. Der hat runterholen gesagt. Ja, ich weiß. Alter, wie komme ich da hoch? Okay, ich bin oben. Auf eine seltsame Art und Weise. Ach, scheiße, ich bin doch nicht oben. Hä? Hab ich da gerade eine Machtsphäre gesehen? Schön für dich. Bist jetzt glücklich. Oh, ich one-hitte die. Hab ich vorhin nicht geschafft. Zack, 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 zack. Ja. Bitte. Krieg ich den jetzt da runter? Wenn ich den Stein nehme, dann dauert es zu lange.
dann knallt der mich hier ab. Nicht wahr? Und wenn ich den abknallen will, dann knallen mich die anderen Aussies ab. Oder... Scheiße, ich rutsch da dauernd runter. Gegen meinen Willen. Alter. Der Spaß mit seinem schwulen Geschütz ist endlich... Ja, fett wollte ich sagen. Ist aber nicht fett, sondern dauernd. Fett. Voll witzig, ne? Wo ist der andere? Hä? Hä? Oh, jetzt muss ich aufpassen. Wenn ich noch einmal sterbe und dann weiterkomme und dann wieder zweimal sterbe, dann senke ich den Schwierigkeitsgrad. Dann wird es mir echt zu schwierig. Ja, wir wissen, dass da zwei, drei Flammenwerfer mit einem Schutzschild sind. Alles schon verstanden. Jetzt leckt auf einmal wieder, das ist ja super, ne? Na komm her! Komm her mit deinem Scheiß! Weißt was? Weißt was? Lass mich in Ruhe! Geh zu deiner Mutter und tu sie mit dem Flammenwerfer angreifen. So, jetzt kriegt's aufs Maul, ihr Aussies. Das ist für so entschieden. Okay, passt hier nicht rein, aber scheiß drauf. Das ist für mich, weil du mich vorhin getötet hast. Und hier noch einen extra. Ja. TST. Oh mein Gott, wie unheimlich. Ja. Jetzt wissen wir zum Glück, was wir machen müssen. Wir müssen zuerst die zwei Geschütze ausschalten und dann den ATST. Jetzt leckt's wieder. Zeitlupe. Hua. Ist ja wie Matrix hier. Moment. Jetzt ist es wie Matrix. Okay, nicht herumalbern. Sonst sterbe ich wieder, ne? So, was machst du jetzt ohne Geschütz, was? Ja. Steh auf, du Bastard. Okay, jetzt habe ich Bastard gesagt. Jetzt kriegst du aufs Maul. Alter, ich hasse es. Ich hasse es, wenn ich... Ich heil mich mal schnell, Moment. Geh in den Zoo, verdammt! Wenn ich wieder sterbe, raste ich aus, ohne Scheiß jetzt. Was ist das? Fall back! Weg! Ich will einfach nur weg hier. Weg! Wahrscheinlich werde ich mich in der... Wenn ich die Aufnahme anschaue, totlachen. Wie schlecht ich da jetzt bin. Hallo! Ich muss das vorsichtig machen. Scheiße. Moment. Ihr kriegt mich nie. Ich senke den Schwierigkeitsgrad. So, jetzt habe ich keinen Bock mehr. So, ich habe jetzt den Schwierigkeitsgrad gesenkt. Weil ich jetzt echt keine Lust mehr habe, tausendmal drauf zu gehen, um mir den Scheiß da anzuschauen. So. Also. Ich erkenne immer noch keinen großen Unterschied. Wahrscheinlich verlieren wir jetzt weniger Leben oder die Gegner greifen nicht mehr so schnell an. Oder wir sind schneller. Ja, wir sind schneller, das sehe ich. Sehe ich total. Ui, Flammenwerfer, wie cool. So.
Oh, zuerst wieder in Zeitlupe läuft. Ich darf das senken, den Schwierigkeitsgrad übrigens, weil ich das Spiel blind spiele. So. Eigentlich ist es auch egal, welchen Schwierigkeitsgrad man spielt. Hauptsache man hat Spaß, ne? Bei ein paar Spielen des. Ein paar Let's Player, vielleicht gibt es bestimmt einige Let's Player, die meinen, die müssen das blind sofort auf den höchsten Schwierigkeitsgrad spielen, nur um cool zu sein. Ich habe das Mittel entschieden, aber das ist mir jetzt zu schwer an dieser Stelle. Steh auf, Mensch. Steh auf, Mensch. Wenn ich jetzt drauf gehe, dann bin ich. Dann kann ich es halt in Worte fassen, wie wütend ich bin. Aber es geht ja. Dem Schwierigkeitsgrad. Ja. Komm, steh auf. Ich lass den jetzt bis zum Ende des Spiels den Schwierigkeitsgrad. Scheiße. Wie komme ich jetzt an den ran? Ah, okay, ganz einfach. Sein Geschütz wegnehmen. Ja, was machst du jetzt ohne Geschütz, hä? Ich nehme meine Waffe raus und knall dich ab. Ja, was machst du jetzt? Ich bin auf deinen Kopf, du Asi. Hallo, ich wollte gerade einen Doppeljump machen. Ich wollte gerade springen. Mein Gott, wie das leckt, das ist echt schlimm. Puh, da merkt man, dass es Kashyyyk ist. Okay, zack, zack. Jetzt haben wir einen erhöhten Schaden wegen der Sis-Sphäre. Und was auch immer. Ich will diesen Ding nicht machen. Ich will ihn einfach so angreifen. So, endlich. Verreck. Die in hell. Wow. Ja, meine Fresse, er hat mich fast erwischt. Seht ihr das? Okay, wie kriegen wir das jetzt auf? So vielleicht? Ah ja, genau. Wieder so eine Gigatür. Jetzt müssen wir die allerdings von innen öffnen. Oder? Hä? Oder von au. Ah ja, okay. Wir können sie auch nach innen rein öffnen. Ich meine, vorhin hatten wir es nach außen geöffnet. Habe ich mich versprochen. Die Grafik ist geil von dem Game. Wobei ich zugeben muss, ich spiele jetzt oft Spiele mit einer hohen Grafik. Also Call of Duty und so, das kenne ich nicht. Hä? Hab ich deinen Arschloch erwischt? Oh, das merkt man, das ist so wütend. Was war denn das gerade für ein... Ich fall jetzt nicht runter, ja? Kann ich die Mauer kaputt machen? Nö, kann ich nicht. Ho! You never hit me. Ach, das ist dein Ende. Ja. Schön, dass du mit dir selber redest. Ach nee, nicht schon wieder diese Chat-Viecher da. Viecher. Schalte den Funkturm und das Eindämmerungsgerät aus. Da ist noch eine Sphäre. Kann auch sein, dass wir jetzt ein paar übersehen haben, das werde ich später in der Aufnahme sehen. Warum verstärken? Warum nicht senken? Ich bin nur verwundbar. Ohne Cheating. Ich kenne da gar keinen Cheat für das Game, ich weiß nicht mal, wie man sie aktiviert, ob es da oder ob es überhaupt da Cheats gibt, weiß ich selbst nicht. Egal. Jetzt rennen wir weiter. Oder jumpen. Ach nö! Schon wieder so oberschlaue, die meinen, uns mit Geschützen zu nerven. Ich wette, hier gibt es ein Bonusziel. Wir haben hier ein Problem. Interessiert mich allerdings nicht. So, was macht jetzt ohne dein Geschütz? Hä? Jetzt bist du nicht mehr so cool, oder? Das ist so, als würde man eine.